Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Let's Play. Yay, ich hab Bock. Monster Hunter World. Ich hoffe mal, denn das Bild sieht recht hell aus auf der mit OBS. Ich nehme mit OBS auf, wie gewohnt. Mit Elgato. Ja, wem erkläre ich, wem erzähle ich das? Dann es ist halt, wie es ist. Monster Hunter World. PlayStation 4. Ich wieder mit zwei Headsets auf, yay. Wir fangen ein neues Spiel an. Das da ist mein Hauptspiel. Mir fehlt noch einiges. Auch einige Quests. Bin auch erst die Gang 45, das ist nicht viel. Aber wir fangen mal von vorne an. Ja, ich möchte ein neues Abenteuer beginnen. Vorerst spiele ich in Deutsch, also mit deutschen Sprechern. Werde aber dann wohl mal in Englisch umstellen mit der Zeit. Einfach weil ich mal wissen will, wie es klingt. Ich kenne es nämlich noch gar nicht in Englisch. Mit Ladezeiten eines Final Fantasy 15. Schwestern und Brüder der fünften Flotte, es ist soweit. Ich werde den Abschied kurz machen. War nie gut mit Worten. Sobald ihr an Bord dieses Schiffes geht, gibt es kein Zurück. Der nächste feste Boden unter euren Füßen wird der neuen Welt sein. Sollte jemand die Nerven verloren haben, möge er jetzt kehrt machen. Keiner wird es ihm vorwerfen. Sehr gut! Dann Mast und Schotbruch. Und möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Star Hunter World. Ach, die Palikos. Ich liebe sie. Hey, schon gehört? Wir sind fast da. Packen wir die neue Welt bei den Hörnern? Fühlt sich ewig an, seit ich von zu Hause weg bin, um mich der Kommission anzuschließen. Okay. Also, nervös? Glaub mir, verstehe ich. Alles Mögliche könnte uns da passieren, aber hey, da... Hey, bist du nicht einer der Top-Auswahljäger? Was? Im Ernst? Wir auch? Hey, verrat uns deinen Namen. Man kann auch bei der Sprache... Ne, ich bin nicht männlich. Bei der Sprache kann man auch die Monster in der Sprache einstellen. Mich würde echt interessieren, wie das hier klingt in der Sprache. Ich weiß echt nicht, wen ich genommen habe. Wahrscheinlich keinen von denen. Es wird bestimmt ein bisschen länger dauern, weil ich hätte gern wieder meine, die ich vorher mal hatte. Nein, ist schon gut.
Gesicht, naja. Ist schon gut. Irgendwie waren die anders. Ich brauche eine andere Frisur. Die ist doch cool. Alter, gibt's die auch für Jungs? Die ist sowas von Ignis. Oh Gott, das sieht ja furchtbar aus. Das könnte echt meine sein, so vom Gesicht her. Das ist nämlich die Frisur, die ich ihr gegeben habe. Weißt du, wie ich das mal machen hier? Ja, auf jeden Fall. Und die Dinger, die sie in den Haaren hat, passen auch. Ich weiß nicht, wie man die Dinger dann nennt, diese Perlen oder was auch immer. Dass die Haare da die Dreadlocks zusammenhält. Aber die Farben passen zu mir. Nee, das war meine Frisur. So sehe ich tatsächlich gerade aus. Also die Art von Frisur trage ich momentan echt und ich muss mal gucken. Meine sind ja doch tatsächlich auch so lang. Würde ich mal fast sagen, vielleicht ein Ticken länger. Ich würde gerne mal was anderes ausprobieren. Glubsch Augen möchte ich aber jetzt nicht haben. Als ob ich gekifft habe. Augen zu, Mädel. Gespeicherte Farbe, nee. Neuen. Einmal bitte ändern. Das kann wirklich lange dauern hier. Warte. Nehmen wir das. Die Augen sind furchtbar. Vielleicht ändert sich ja noch, wenn ich Make-up und so ein Zeug dazu mache.
Ich will mich ja auch, ne? Ich will ja auch vernünftig aussehen. Zumindest meine Figur soll vernünftig aussehen. Bart, hast du einen Schaden? Was gäbe es denn hier? Da sehe ich an was. Oh Gott. Ach, Gladio gibt's auch. So fast so ähnlich wie Gladio. Es ist ja schon mehr rot. Lila. Nee, da hatte ich was Spezielles. Das hier. Warum sieht das so komisch aus? Das soll eben nicht transparent sein. Was zum Teufel, Sättigung. Ist ja schon wieder blau. Ist das ätzend. Ich will richtig schwarze, also richtig schwarze Farbe haben. Irgendwie bin ich mit der auch null zufrieden. Die Augen von der sind schrecklich. Wenn keine Sättigung drin ist, kann das ja auch keine Farbe haben. Sieht aber merkwürdig aus, ne? Das glänzt total. Ich mache es dann doch mal anders. Was haben wir denn da Schönes? Das hat doch auch was, ne? Irgendwie bin ich total unzufrieden.
aber auch nicht so gucken. Ihr guckt, yeah, ich bin voll der Monsterhunterer. Scheiße, nein. Ihr merkt, ich will das absolut richtig haben. Hä? Und das ist mir nicht genug. Sieht aus wie nach Jeff, ich weiß auch nicht. Aber irgendwas fehlt ihm um die Augen rum. Blöd, dass man nur zwei Make-ups haben kann. Drei Wirkohl im Auge, an den Lippen. Halt noch so eine Kunst hier. Du solltest eher nicht lächeln. Verdammt, du bist ich, du sollst nicht lächeln. Ich mag die Augen nicht. Wimpernlänge lang. So. So, Oh non, VG. Die hatte ich doch gerade. Hätte ich lieber die mit Weiß? Stimme, oje. Machen wir keine. Stimme. Es wird noch viel, viel länger dauern. Die macht doch gar nichts. Was ist das für ein Scheiß? Das könnte wirklich ich sein. Das klingt eher nach der, die ich vorhatte. Ja. Ja. Oh.
nichts. Na, okay. Gehst du? Ja, okay, doch. Doch, doch, damit bin ich einverstanden. Gib einen Namen an. Wie gehabt, ne? Wie auch schon im Hauptspiel. Okay. Warte mal. Nee. Insofern das passt. Nee, es passt eben nicht. Na gut. Ich hab... Ist davor auch nichts? Nee. Okay. So, jetzt kommt die Miete. Ganz wichtig. Obwohl, eigentlich habe ich hier schon, was ich brauche. Die sind alle zum Knuddeln. Der eher weniger, kleiner Teufel. Oh, der den dann. Oh Gott. Oh, süß. Der hat zwei verschiedene Augenfarben. Oh, genau das mache ich, wenn ich das kann. Ich nehme ihn hier. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Yuna war. Also Final Fantasy X Yuna. Man sieht nicht mal einen Unterschied. Obwohl doch jetzt. Ich kann auch was Spezielles versuchen. Geben wir mal rote Augen. Oder? Ich liebe halt den Deluxe-Katze, ne? Da habe ich halt einen Narren gefressen. Liebe ich halt total. Weil die roten Augen passen nicht so gut zu ihm. Fällt das denn auf mit dem Fell? Fällt das denn auf? Ah. Sieht irgendwie merkwürdig aus. Sieht total verschwommen aus. Gott, da kann man noch so viel machen. Eieiei. Oh ja.
Das mache ich einfach mal. Augen. Oh Gott, wie knuffig. Oh. Scheißegal, was man einstellt. Das ist einfach alles total süß. Bleiben bei dem Grün. Geben dir aber ein richtig schönes, schimmerndes, helles Grün. Wuschelig, wuschelig oder normal? Ich lasse normal. Dann lassen wir mal normal. Stimme. Oh Gott, oh Gott. Eieiei. Nehmen wir die. Du kriegst einfach auch mal keine. Dem Palico einen Namen. Ich überlege, ob ich ihn nicht vielleicht Iggy nenne. Obwohl ich schon zwei andere Hunter gesehen habe, die ihre Katze Iggy genannt haben. So, ne? Nee, wir machen Ignis. Ignis, Ignis, Ignis. Ja, let's go. Das kann ein Spaß werden. Und, oh Gott, fast eine halbe Stunde schon. Nur mit Erstellung. Wir werden aber nur noch eine Sequenz kriegen. Also, ja. Nicht gut. Ich wusste, es wird lange dauern. Jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber durch die Sequenz am Anfang habe ich gedacht, ich mache es jetzt hier mit rein. Na, egal. Also, wie wär's mit dem Trinkspruch? Haha! Auf die Top-Auswahl! Und die Kommission! Also, sag mal. Was ist deine Ansicht? Die Drachenältesten müssen die neue Welt doch aus irgendeinem Grund aufsuchen. Die Forschungskommission besteht jetzt seit 40 Jahren und die Gilde will endlich eine Antwort. Man sagt, die fünfte Flotte hätte die größte Chance, diese Nuss zu knacken. Und ich glaube das auch. Hey, apropos. Top-Auswahlleute arbeiten meist in Zweierteams. Hast du schon deinen Partner getroffen? Hör dir das an. Wird wohl ernst da draußen. Die Wellen werden größer. Das muss Landsichtung bedeuten. Du bist doch in der Top-Auswahl, oder? Hey, meets, meets. Ich bin keine Telepathin, aber ich habe ziemlich gute Ohren. Oh, freut mich sehr. Ich bin übrigens auch in der Top-Auswahl.
Oh Gott, das Schiff. Ich hoffe, die sind alle irgendwo und können sich festhalten. So viel zum Festhalten. Ups. Wo ist mein Iggy? Ich glaube, den hat es weggefetzt. Okay. Ich hoffe, ich kann hier stoppen. Ich weiß, hier ist noch nicht viel passiert. Moment. Hier ist jemand, aber ich komme gleich zu dir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Monster Hunter World. Wenn ich hier versuche, mich und diese junge Dame und meine Katze, weil ich nicht weiß, wo sie ist, hier rauszuholen. Was soll ich jetzt machen? Bis dann.